Aber ich muss das ja ein bisschen sehen auch. Du siehst das sonst auch nicht, was ich mache. Das siehst du jetzt ausnahmsweise mal. Kackt ihr ja immer so voll am Set? Immer so schlechte Stimmung. Deswegen dreh ich mal mit Olaf. Ich brauch das, damit es gut wird am Ende. Okay, dann kann ich dir ja nochmal Bescheid sagen. Oh. Hallo. Na? Wie geht's dir stets? Alles gut, und bei dir? Ja, wie war eure Fahrt? Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Und eure? Ach, ich wurde ja gefahren. Guck mal, ich sitze hinten auf der Rückbank und hab die Beine hochgelegt. Sind das die von letztem Mal? Das sind genau die Jungs. Die habe ich extra für euch eingepackt, damit wir quasi wieder das alte Team sind. Geil. Oh, habe ich den Schlüssel? Ja. Okay. Moin. Den kenne ich. Schönen guten Tag. Moin. Na? Na? Gleich wieder alles online. Achso, guck mal, ja. Jonas, weißt du, was mir passiert ist im Transport? Mm. Ist ein Ei kaputt. Wir haben Ei gelegt. Ja, wir haben Ei gelegt. Und jetzt wollte ich dich fragen, kannst du die vielleicht hinten bei dir reinpacken, weil du bist ja, da ein bisschen... Den kannst du heute Einladung machen. Boah. Begrüßung, oder wie? Genau. Ja, also ihr seht ja, wir sind heute wieder... Mal, du sagst, was sagst du? Du hast doch mal so einen Spruch, oder? Nee, ich hab noch keinen Spruch. Aber sagst du nicht mal das Gleiche? Für den Anfang? Nein? Nee, es ist halt variiert immer so ein bisschen. Okay, okay. Aber okay. Was muss ich ungefähr sagen? Wo wir heute sind, was wir machen. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute in Spremberg. Wir drehen wieder live, mit dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und Marcel würde jetzt mal ganz kurz verraten, was wir heute machen. Ja, Weihnachtszeit bricht ja an und deswegen machen wir heute einen schönen, wie sagt man, Vanillekipferl-Test. Wir haben nämlich einen Profibäcker dabei. Jonas testet eine Backmischung und Jonas Kollege Nico macht einen Fertigteig für uns fertig. Und wir gucken mal, was am besten schmeckt am Ende. Hallo! Ich bin der Nico, bin auch dabei. Wartest du nochmal genau vor? Also ich habe so eine große Schüssel und dann müsstest du, wir haben kein Rührgerät für dich eingepackt, deswegen müsstest du die Schüssel auf dein Motorrad rühren, also den Teig. Also machen wir doch beim Fernsehen so, oder? Ja, ey, wir haben es ja vergessen. Nein, nee. Du musst rühren auf altmodische Art, deswegen wollte ich fragen, ob das möglich wäre, ob du die hier so vorschnallst und dann losfährst. Du machst das mit deinem Pürierstab. Also ich denke mal, das kriegen wir hin, wenn nicht, hat Nico auch nochmal so ein kleines... Rührgerät bei? Ja. Nee, ich habe auch ein. Ich habe ein kleines Rührgerät bei. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich im Bürogebäude. Warte mal, wir wollen das immer so cool shaken so. Ist das hier genehm? Ja, also die Lichtverhältnisse sind nicht optimal. Guck mal hier, das war mit dem Bäcker gehen, das Motorrad. Ja, sehr schön. Ey, aber das ist gar nicht mal so uncool. Dann richte ich hier jetzt ein Set ein. Ja, du meinst also so einfach so ein bisschen mitlaufen lassen? Lass mitlaufen, dann gibt es auch mal Inhalt bei dir und nicht nur Bullshit. Nee, guck mal Jonas, also ich überlege mir, wir machen das hier irgendwie so, dass wir hier so ein Set aufbauen. Jeder kriegt seinen Tisch, damit wir die Abstandsregeln natürlich einhalten. Ja. Zack, zack, zack. Der Profibäcker kommt in die Mitte, ja. Einer rechts, einer links. Dürfen wir dieses Motorrad anheben und in den Hintergrund stellen? Ja? Geil. Okay. Das wäre gut, das gefällt mir. So, dann würde ich das Logo tatsächlich. So machen wir auch wieder nur Leute vom Fernsehen. Ne? Ja, ja. So. Alles gut, also ich will nicht auf den Film, sag ich jetzt schon mal. Ich mache dann einfach hier so einen schwarzen Streifen rüber. Ja, das ist in Ordnung. Ne, gut, dann könnt ihr euch umziehen eigentlich. Dann machen wir erst die Fahrtbilder und dann hier drin. Und jetzt? Ach, guck mal, was hier ist. Mein neues Kfz. Guck mal, das hier. Die ganzen Noppeln drauf hier. Lass mal die mittlere Schüsse raus, bitte. Kriegst du die so aufs Motorrad? Was denn? Oh, na. Also ich meine für Bilder zum... Ja. Wenn so ein Teig drauf ist, das geht doch schon, oder? Ja. Wollen wir stattdessen vielleicht lieber eine Plastikschüssel nehmen? Oder hast du eine hier? Ja, habe ich. So eine? Ja. Zeig mal. Ich hoffe, die haben wir eingepackt. Nö. Wo haben wir die hingestellt? Vorne? Nee. Scheiße, aber war ich die hingestellt? Oh, das geht doch Profis damit. Arbeiten. Die Frau, schlägt meinen Kopf vom Hals, wenn die nicht ihre Schüssel wieder kriegt. Welche Frau? Meine Frau. Mein Freundin. Einfach am Sitzen fahren und dann hier vorne, das sieht schon professionell aus. Ein paar Bilder davon, einfach nur das da. Ne? Vielleicht sollten sie aber schon mal ein paar mehr Mischungen anrühren, oder? Falls man was auskippt. Vielleicht sollten sie einfach ein paar mehr Schüsseln haben. Ja, Nico, willst du mal kurz hier eine Vorstellung machen? Ja, wir haben hier diese... Hoppala. Honda, CRF 250 mit Shizumi Lenkerkissen und Double X Vergaser. Wie weit kann man dann ungefähr so am Stück springen? Man kann bis 500 Meter. Ohne Probleme? Ja.
Aber es geht eigentlich bei diesen Großfahrzeugen nur um die Höchstgeschwindigkeit. Ach so. Nur die Höchstgeschwindigkeit ist ausschlaggebend. Sind wir ungefähr so bei, müsste ich lügen, 180? Hast du jetzt alles auf den Punkt gebracht, oder? Ja, ich hoffe es. Also mal gucken, wie das dann im Schnitt wieder ist. Dann seht ihr mal mich irgendwo mal so hin und her. Dann haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, schon von Anfang ziemlich viel Müll. Bring mal die Eier weg. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, wir haben schon minus ein Ei. Was? Nächste Sequenz sehen wir uns dann im Küche, Backstudio, Dönerbude, überall. Sag's nochmal. Der Maciek, der hat nur die dreckigen Sachen eingepackt. 13.11 kommt an. Sehr gut. So, wir sind jetzt fertig mit Umziehen. Wir gehen jetzt mit den Jungs und dem Kamerateam rausgehen und dann ja, den Teig irgendwie in der Schüssel mengen und dann werden wir so ein bisschen rumfahren und den Teig durchshaken. Und los. Vorsicht, da wackelt einer, ich merke es ganz genau. Heizt der Ofen ein, sonst heizt du den Dingern ein quasi. Du fährst quasi versuchst hier irgendwie den Sand durchzudrehen, dass extrem viel Erde aufgewühlt wird. Und Jonas, du kommst entgegen, aber als Wheelie sozusagen. Ja. Was willst du? Sag mal, was hält. Also ich will, dass einer wegfährt und einer auf die Kamera zufährt. So, der auf die Kamera zufährt, fährt den Wheelie und der andere wühlt Dreck quasi ganz viel auf. Genau. Wo fliegt der Dreck denn? Zu euch! Nein, der muss ja nicht in deine Kamerarichtung fliegen. Aber du musst mir mal erklären, zufahren und wegfahren, wie jetzt? Also, Nico stellt sich hier irgendwo, wo wir gleich einen Ort festmachen, dass er den Sand ordentlich aufwirbelt. Ja. Und Jonas kommt in dem Moment aber entgegen als Wheelie gefahren. Dann fährt Nico weg, wirbelt Sand auf und Jonas kommt Richtung Kamera zugefahren. Was ist denn, wenn man das hier auf dem musst du mir erklären. Oh Gott! Nee, aber... Er hat mich gerade wirklich gefreut, aber behindert ist, oder? Ja. Haust sofort in die Kurve. Genau, also so ein bisschen, weißt du, ein bisschen soll ja kein, macht ja keinen Sinn. Ja, hallo. Ja, komm mal mit der Nase noch, glaube ich, musst du noch weiter, sonst musst du mal. Genau. Und guck mal, du kommst weißt, was ich meine. Und ich gucke hier so schräg. Ja. So, und dann sehe ich das schon. Sobald du hier nicht da fährst, ist alles gut. Nee. Die Spur ist super. So machen wir's. Ihr kriegt das hin, Jungs. Jetzt beim Fernsehen ist immer anstrengend. Der Axel, der Zuckerbäcker heute. Ich bin hier safe, ja. Wenn du hier um die Kurve fährst. Gucken wir mal. Ich glaube ja. So, also Olaf sagt, er ist zufrieden. Geil.
Bild, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich auch nicht. Hast dich verletzt? Mein Schlippi ist mir hochgerutscht. Kann ich dir weiter dabei helfen? Der sah gut aus, oder? So, jetzt ein Start, wie er nur im Fernsehen zu sehen ist. Los geht's, Männer. Da leider viele schöne Szenen verpasst. Wir sind jetzt schon wieder drinne. Der Axel ist auch noch eine Runde Motorrad gefahren. Vieles ist leider nicht mehr drauf, weil dem Akku zu kalt war. Was musst du da machen? Das ist kein großer Aufwand, oder? Ja, ich als Profi kann das, denke ich. Ich kann das gut, denke ich. Stell mal vor, ist das hier mein Arbeitsplatz oder Nico? Nee, du bist links. Das ist meine Werkbank. So, was hast du hier? Ich habe von Tante Fanny die frischen Vanillekipferl auf. Und was musst du jetzt hier noch machen? Nur Zucker auf, oder? Ja, wir schneiden das in Streifen, dann wir das ein bisschen rollen, biegen, Ofen, Vanille drauf. Das sieht jetzt hier ungefähr ein bisschen doller aus. Letztendlich verwendet er auch seine fertige Backmischung. So, zeig mal, was ich hier mache. Das ist ja dein Ding. Backmischung, also ich muss schon ein bisschen was mehr machen wie du. Cool. Also, Schüssel, Backmischung, Ei, Butter, rühren, auf kleiner Stufe, später auf großer Stufe. Besseren Raum hier gehen? Gerne. Müssen Sie sich noch mal kurz vorstellen hier. Ich sage hier mal Axel und der und warte, Schmidt. Ja, hi, Leute. Also ich bin Axel Schmidt, ich bin Bäckermeister und Brotsommelier, hier steht's. Das heißt, mein täglich Brot ist es, Backwaren herzustellen, und dann schauen wir mal, ob wir das heute euch auch noch beibringen. Dann sehen wir uns gleich am Set. Oder, Nico? Ja, ja. Axel, du hast übrigens die große Ehre mit dem Backofen von meiner Mutti. Liebe Mutti, ich pass wirklich gut drauf auf. Sonst Rollenköpfe. Wenn ich mich hier so umsehe, ist er hier in den besten Händen. So, jetzt war alle aus dem Licht raus hier, verdammte Axt. So geht's eigentlich ab. Ist hier aber gleich Pol offen. Aber ich muss das ja ein bisschen sehen. Du siehst das sonst auch nicht, was ich mache. Das siehst du jetzt ausnahmsweise mal. Kackt ihr ja immer so voll am Set? Immer so schlechte Stimmung. Deswegen dreh ich mal mit Olaf. Ich brauch das, damit es gut wird am Ende. Wenn alles unscharf im Hintergrund und das Ding dann quasi so hier gegen steht, wird da hier und dann hier oben, was weiß ich, das Ei noch oder sowas. Schön, und damit auch ganz lang, ne? Aber ganz, okay, wir gehen ein Stück runter, aber nicht so viel. Runter. Marcel, wie bist du eigentlich wieder auf dieses schöne Thema gekommen? In der Redaktion. Und dann dachten wir, wie macht man es in cool? Und dann sind wir auf euch gekommen und auf Axel. Das im Wettbewerb mit Motocross und so weiter dort machen. Weil nur backen ist ja ein bisschen langweilig, oder? Also habt ihr coole Leute gebraucht. Sind wir an der falschen Adresse jetzt? Ja, völlig falsch. Aber also die ursprüngliche Idee war ja eigentlich Brownies zu machen, oder? Die ursprüngliche Idee war Brownies zu backen, aber dann dachte ich mir, es ist ja Winterzeit bzw. Weihnachtszeit, wer backt da Brownies? Wollen wir den Axel nachher noch ein bisschen mit in sein Werk reinfuschen, hä? In die Soße spucken. Da hat er auch eine. Oh, wenn. Oh Gott, ey. Ja, was jetzt, ey. Auch wenn schon feststeht, dass der gewinnt, der wird nicht gewinnen, glaub ihr. Nee, nee. Hätte er nicht seinen Teig da in der Ecke stehen, würde er. Ach so. Dann sehen wir uns beim Backen. Ich denke mal, ich will jetzt einfach mal so 3 Stunden später. 3 Stunden später. Willst du noch was Lustiges sagen? Ich bin unlustig. Okay, ich mach mir gut. Mir fällt doch gerade nichts Blödes ein. Dann machen wir jetzt hier noch eine, die jetzt. Was hast du heute schon so gemacht? Das geht ja jetzt auch total schnell, das dauert dann. Machst du das dann auch? Das. Ja. Noch nichts mehr. Oh, 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 oh. Das ist Pfannkuchensoße. Arbeit in unsere Richtung. Weg von der Arbeit. Ich find immer, wenn ich fege, oder? Du bist ein heißer Feger. Willst du mitkommen? Komm, ich zeig dir mal, was wir da sehen. Ja, das finde ich gut. Ja, finde ich gut. Na, also ungefähr alles gleich. Ja, schön. Ich wollte dir mal zeigen, weißt du? Ich wollte auch mal Kamera machen. Okay. So, dann ganz schön anstrengend, Alter. Und guckst aber in die Kamera, kaust auch zweimal und oder denkst so, ne? Schöner Snickers.
Ob es dir schmeckt, weißt du, das kannst du deinem Gesicht nicht mehr sagen. Ja, das Ding ist, jetzt nicht so ist. Das Stück frisst du auf, das kannst du wissen. Ja, auf jeden Fall. Wer verliert, ist so. Auch. Moment. Und guckst aber dann, wichtig ist, dass du in die Kamera guckst, ne? Also wenn du da beim Abbeißen. Achtung. Und bitte. Stopp. Und bitte. Also wenn ich sage und bitte, dann fängst du an. Ja, ich glaube, du kommst noch ein Stück hoch. Nee, du fängst an. Du gibst hoch. Mach nichts, alles gut, alles gut. Und dann in die Kamera, ne? Genau, Achtung. Und bitte. Ihr hört auf zu lachen, das ist nicht nett. Okay. Ich bin leid. Ein richtiges Männerstück. Alles gut. Aber ich habe euch noch nicht gegessen. Es schmeckt tatsächlich. So, dann sind wir jetzt hier schon ein bisschen was weiter fortgeschritten. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt schon im Studio. Und jetzt wird die ganze Sache durchgemengt. Nico ist schon fertig mit seiner Flöppe. Super Sache. Weißt Mehl reinschütten? Genau. Dann sagst du quasi, ich bin jetzt schon am Ende angekommen. Ja, der Teig ist gleich fertig, alle Zutaten sind drin, es dauert halt ein bisschen. Ne? Sieht schon super aus. Ist ja nicht einfach nur aus der Kiste hier, ne? Von daher. Ich will das echt ganz mal ein bisschen mehr Elan geben. Abgestützt wie so ein Rentner, ey. Ist eine Kugel draus machen, ja. Geht immer von der Kugel aus. Na, eine schöne Kugel gibt auch ein schönes Handchen. Und dann formst du es gleich. So brav gemacht und dann hast du hier wie so eine Art eine Wurst mit zwei Spitzen dran, noch ein bisschen gleichmäßig schön machen und dann formst du es dir zu deinem Handchen. So. Das hast du wunderschön gemacht. Ich glaube, so ein Teig ist noch nie so professionell geknetet. Wir können ja an Axel noch mal ganz kurz fragen, ob er mal vielleicht erzählt, wo er stationiert ist und wo man geile Gebäcke sich mal abholen kann. Achso, da? Ja, natürlich. Also die besten Plätzchen in Town gibt es natürlich in meiner Bäckerei. Ne? Machen wir mal ein bisschen Werbung. Bäckerei Schmidt in Franken-Winheim, also zwischen Schweinfurt und Würzburg. Aber besser ist, ihr schaut auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Das geht vielleicht schneller und wirklich echt. Hashtag Axel Schmidt Brotsommelier. Genau, den Profil-Link zu Axel, seinem Instagram-Profil, haue ich nochmal in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da mal reingucken. Und wenn ihr in der Nähe seid, vielleicht sogar mal zu ihm fahren. Na, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich kann ja nicht besonders gut Motorrad fahren, aber das mit dem Backen wird auch nicht mein Steckenpferd. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich mache ein bisschen Freestyle. Ganz cool, oder? Und wie hat Nico seiner geschmeckt? Jetzt ehrlich, also ich würde es mir ja gönnen, wenn es gut schmeckt, aber es hat irgendwie was von verbranntem Brot so ein bisschen mit drinnen, als Aroma. Jetzt wirklich, also ist ja, du hast ja nichts am Teig gemacht, aber... Marcel, wie bist du mit uns zufrieden bis jetzt? Ja, es war lustig bisher. Bist du zufrieden mit dir? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Gib dir mal die Dinge an, dann. Also Axel, ich will ja noch nichts sagen, ne? Aber optisch könnte sein, dass du gewonnen hast. Optisch, also wir haben sie optisch noch nicht probiert. Ja gut, aber du hast ja gesagt, ne, das Auge ist mit. Ist ja schon mal mit, definitiv. So, da haben wir hier einmal meinen Unfall. Aber das ist echt schwer. Ja, ach, für seine? Scheiße, Thema verfehlt. Ja, es sollen ja schöne kleine Zahlen sein. Desto Mini-Dinger. Plätzchen sollen ja immer schön je kleiner, desto feiner. Um das, man nennt das uns los, eigentlich. Genau, und du freust dich einfach nochmal, bitte. Genau. Jawohl. Warte, ja, aber ich muss... Ich ja? Muss, genau. Und dann machen wir nochmal das Gleiche wie eben, dann mit dem Hurra und raus. Achso, nochmal die gleiche Szene. Noch. Genau. Ich bin jetzt nur groß. Okay, gut. Und bitte. Jawohl, super. Sehe ich ganz genauso. Und Jungs, jetzt, wo ihr wisst, woraus ankommt, wenn man tolle Plätzchen machen will, könnt ihr mir zeigen, wie man richtig Motorrad fährt. Dann, Axel, auf geht's nach draußen. Das ist eben unser Spezialgebiet. Freue mich. Dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss. Also ja. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. War cool. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Auf alle Fälle Daumen nach oben. Axel, danke. War super. Bis zum nächsten Mal. Da sieht man sich ja nochmal. Gerne. Ich zeige euch noch viel mehr. Nico, tschüss. Jonas, jedes Mal wieder gerne. Ne? Also.
Ja, und bis nächste Mal. Okay.